Ja, meine lieben Freunde, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier vom Projekt Ark Survival Evolved. Ja, natürlich immer noch mit am Start unser Daniel, unser Sandmann. Hallöchen. Nö, jetzt sehe ich da hinten nur noch Boas. Ja, dann doch besser. Mein Tag wird besser. Ja, man merkt. Nicht nur, dass mich Piranhas killen, Krokodile killen wollen. Krokodile, den zu tamen und fressen wollen. Irgendwie will dich alles killen heute, oder? Ich habe das Gefühl. Also es läuft ja wirklich sehr gut bei dir, du. Also ich bin ja mal ist, leicht begeistert. Da ist ein Alligator im Wasser. Ja. Kann meine Dinos aber nicht ins Wasser schicken. Schön. Die werden nämlich dann von den Piranhas zerpflückt. Ist nicht so toll. Boah. Kack einfach ins Haus, Junge. Ich hab's heute gut. Ja, ja. Immer. Und das Leben ist schön. Oh ja. Das Leben ist ja sehr schön. Könnte der LKW sich langsam mal beeilen mit fertig werden vom Thema? Bevor der nächste Alligator-Meter aus dem Wasser jumpt? Ja. Das ist alles Alligator. So. Ich bin hier gerade ein bisschen am Umräumen. Oh, von Kissen. Mal ein bisschen System reinbringen. Ja, mach das. Damit wir dann eventuell irgendwann mal, wenn wir es dann schaffen, mal mehr Steine zu haben, dass ich dann mal unser Haus fertig bauen kann. Ja, ich bin gerade hier in der Gegend mal ein bisschen ab am Bauen. In der Zeit, wo ich warte. Jo. Weil hab ja doch nichts Besseres zu tun. Ja, das stimmt allerdings. So. Weil ich muss sowieso an der Stelle ein bisschen abbauen, sonst kommt der LKW gleich nicht raus. Oha. Das wäre schlecht. Ach LKW, komm, mach hin, bei 90%. LKW ist bei 90%. Sehr schön. Ist mal, ich nicht alles für liebe Tiere mit nach Hause bringen, ne? Wenn sie nicht wieder von irgendwas gekillt werden oder sich jetzt Feuer stellen, mag das ja, nicht. Bei LKW müssen wir da echt aufpassen. LKW hat echt viele Sachen geschluckt, bevor er meint, okay, ich kipp jetzt um. Ja. Deswegen. LKW würde ich am liebsten nicht umfallen sehen. Ist richtig. Das wäre zu hoffen. Dass LKW nicht umgibt. So ohne weiteres. Sonst nenne ich ihn einfach PKW. Genau. Also, wir sind da in einem echt friedlichen Gebiet. In Anführungsstrichen. Ja. Ja, super, jetzt geht die Sonne unter. Das heißt, die Räuber werden noch aktiver. Ja, das ist richtig. Das ist uncool. Ja. Das stimmt. Komm, steh auf, LKW. Ja gut, durch die Attacke von dem blöden Mistvieh ist LKW echt runtergegangen. Von der Effektivität her und von der Gesundheit.
Nicht cool. Nicht cool. Eigentlich müsste ich ein bisschen hier ausfahren. Aber hier sind mir zu viele Räuber. Ich probier's. Probier's mit LKW zu kommen. Probier's mal. Höre Viecher, die mir nicht gefallen. Ich höre so eine Art Wolf heulen. Das klingt nicht gut. Vor allem klingt es nicht gesund. Der Mann bin ich mir auch. Komm schnell, LKW. Beeil dich. Steh auf, wenn du ein LKW bist. Ui. So, ich bin unterwegs. Mit LKW Level. Cool. Das Gummiball, das Reittier, da ist das. Ey, Gummiball. LKW? LKW braucht scheinbar eine Sondereinladung. Nee, da kommt er. Ich hoffe schon, dass ich in die richtige Richtung auf. Das kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. LKW, kommst du? Warte noch auf LKW. Also LKW ist in dem Gelände nicht unbedingt das schnellste Tier. Ach so. Ah, hier bin ich. Okay. LKW ist da. Das, ob LKW dran ist oder nicht, merkt man ganz einfach. Versprochen. Okay. Man hört's, glaube ich. Nö. Man merkt es tatsächlich. Okay. Muss man darauf achten. Ich komme so langsam in unsere Richtung. Mhm. Und umso näher ich komme, umso stärker fangen die Bodenvibrationen an. Ja, irgendwo müssten wir hausen. Also noch vibriert hier gar nichts. Ach, da hinten. Warten wir mal auf alle anderen. Aber ich stelle mich mal etwas weiter nach hier. Wer leuchtet denn da hinten?
da kommt der LKW. Merkst du es jetzt? Oh. LKW ist hallo. Da. Ja, okay, ich glaube, der reicht aus. Aber wie kriegen wir den denn? Der hat doch gar keinen Sattel, oder? Noch nicht. Hör auf dich zu freuen, LKW. Alter, wie viele Bären hat denn der mit? Alter. Mehr als genug, aber der ist auch noch gut verwundet. Das wenn du das mal anguckst. Ja, ja, ich sehe es. Also ich brauchte ein paar Bären, um den zu tamen. Ja. Also ich glaube, den Sattel können wir irgendwo in eine Level 60er machen. Okay. Aber zum Farmen reicht der, oder? Ja, ne, ja, super. Viel. Liebe Leute, was meint ihr denn? Reicht der zum Farmen? Achso, Schildi hat übrigens Steine dabei. Ah. Ich muss bei ihm noch den Befehl erstmal deaktivieren. Kommen wir mit mal hier. Ihr Lieben. Okay, nehmen wir erstmal das raus. Raus, raus, raus. Metall hast du auch dabei. Leder. Was? Wo hat Gummi? Wo hat Gummiball bitte die Rüstung gefunden? Keine Ahnung. Und? Du fragst mich schon wieder Sachen, die ich dir nicht beantworten kann. Und irgendeine Haut. Okay. Hab da auch gefunden. Und solange es nicht seine eigene ist. Ja nee, nee. Ja, du hast Leder und Fleisch. Aber ich bin stolz auf sie. Wir haben nur einen verloren. Ja. Ich bin stolz auf meine Kleinen. Stolz. Stolz, Jessica. Mehr Fleisch wollte ich dir nicht abnehmen. Aber mit LKW kann man doch bestimmt ein bisschen farmen, oder? Ja. Ganz klein bisschen. So, das da rein, das da rein. Leder haben wir wo? Immer noch im Haus, in der linken Ecke in der Kiste, also in der kleinen. Ja. Die anderen Kisten sind alle schon ausgeräumt und abgegrast. Die gibt's nicht mehr. Ach, ich hab eine Trophäe erhalten. Mhm. Was pfeifst du denn schon wieder? Erstmal checken wir mal noch da. Sehen, wo wir hingehören. Ah, meine Tiere haben zumindest Trophäen erhalten. Sag mal so. Okay. Was kann ich damit jetzt machen? Ja, nix. Ja, nix. Ah! Kann sie irgendwo reinpacken. Ja. Ein Stoffhemd. Ach, Gummiball ist mir gefolgt. Ja, Gummiball ist okay. Der Rest muss warten. Ja, vor allem LKW. Habe ich aber nicht zu viel versprochen. LKW frisst erstmal ein bisschen. Ja, mampf mal. Kannst dir vorstellen. Na? Ah ja. Wie das mit den Pfeilen war, ne? Ja. Apropos Pfeile, ich könnte mir bald mal eine neue machen. Was brauche ich denn für Pfeile noch? Unsere Fasern, Feuerstein und Stroh. Fasern. Ich suche nach Feuerstein. Zweiter großer Schrank. Danke. Also ihr merkt, Leute, Wiesel hat den Überblick. Während ich ein bisschen Blödsinn mache. Ein LKW besorgt.
jetzt gleich wollte ich tatsächlich LKW umpacken in die Schildkröte. Okay. Dann wollte ich mal gucken, ob ich noch einen zweiten LKW finde. Dann hätten wir schon mal zwei davon. Ja. Macht irgendwie Sinn. Also beschweren kann sich dann niemand. Ich bin ja fair, ne? Ja. Irgendwie verschwindet schon wieder hier mein Ding. Muss ich auch mal Neues machen. Mal noch Narcoberries drin. Narcoberries fehlen. Aber nicht schlimm, da waren noch genug drin für Narco-Pfeile. Also mir kann keiner sagen, ich würde Wiesel nie was mitbringen von meinen Ausflügen. Richtig. Bringt Wiesel sogar große Präsente mit. Ja, immer. Aber LKW ist noch nicht der größte, den es gibt im Spiel. Ja, ich weiß, aber ich glaube... Also an Vierbeinern gibt es Vierbeinern und Herbivoren. Gibt es da noch Tatsache eine Nummer größer? Allerdings mit denen will man sich wirklich dann nicht mehr anlegen. Das glaube ich. Ich habe es probiert im Privatspielstand. Achso. Wer hat auf mich draufgetreten? Autsch. Gesund war das für mich nicht. Ja, von diesem Gummiball hier wieder anderen fauchen. Tja, keine Ahnung. Was er wieder am Fauchen ist. Mensch, Gummiball. Mensch, Junge. Aber ich mag Gummiball. Gummiball ist cool. Gummiball rettet mir immer den Arsch. Jo, halt. So, jetzt klaue ich mal die ganzen Bären aus LKW. Also wie gesagt, du kannst LKW auch gerne umbenennen zu deinem Eigentum. Ja, lass mal erstmal so, wie er ist. Nein, umbenennen kann ich den dann später immer noch. Nein, du bleibst da. Nein, Gummi, nein, LKW, du bleibst hier. Ja, besser ist das, wenn der da bleibt. Alles andere würde böse für uns ausgehen. Ja, für uns weniger. Naja. Aber wirklich dazu zu kommen, dann irgendwas zu tamen, tue ich dann auch nicht mehr. Nee. Weil ich treffe nichts mehr, sobald der dann seinen Fuß hebt. Ja. Das stimmt. Ach ja. Jetzt nochmal ein Schlückchen Wasser. Ach ja, Schlückchen Wasser wäre mal ganz gut. Dann packe ich mir meine Süßen hier wieder. Weil die waren gerade echt Gold wert, ne? Glaube ich. Die ganzen Kokos. So, das ist ein Fleisch, kann man da essen. Und so, die Beeren, siehst du. Ich will da mit mir rumschleppen. So. Wir brauchen dringend mehr Licht hier, ey. Ich weiß zwar, wo meine Tiere rumstehen, weißt du, aber es ist stockend finster, wenn du da die suchen tust. Ja, das ist wohl richtig. Also Gummiball, nicht Gummiball, LKW wartet auf Level-Umverteilung. Mhm. Echt? Wartet der schon wieder? Ja, was geben wir ihm denn für ein Level? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was kann er denn? Außer viel tragen. Der kann doch, glaube ich,
Der ist doch bestimmt im Kampf auch nicht ganz ungeschickter. Kann gut sein, ja. Ich weiß, der versucht mit dem Schwanz zu schlagen. Und wer das Teil abkriegt, Oh. da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob man dann nochmal freiwillig aufsteht. Autsch, ja. Vor allem, ich möchte nicht wissen, was für Haufen das Ding macht. Das werden wir aber wohl oder übel rausfinden. Ja. Weil. Doch hier eben auch irgendwo einen gesehen. Echt, ich bin überladen, weswegen? Was habe ich denn dabei, was so schwer ist? Ach, das Holz. Toll. So. Uff, da. Uff, da, uff, da, uff, da, da. Was ist das? Das ist Samen. Das sind die Beeren. Samen, Holzkohle. Ach, hier sind die komischen Perlen. Nur für was werden die gebraucht? Die Perlen, das ist. Kann man das schon? Also futtertechnisch. Können wir uns nicht beschweren, ist genug da für die Tiere. So. Haben jetzt verloren. Eine fette Schildkröte. Leute, geht mir nochmal weg hier. Wir haben ihn gekillt. Wie, was wen? Ja, die haben gerade den toten geplanten LKW gekillt. Weil die meinten, ich hätte ihn angegriffen. Na toll. Dabei hat nicht LKW mich angegriffen, sondern ein anderes Fuckvieh. Na toll. Fuck. Ah, suchen wir mal weiter. Ja. Aber kostet das so viel Mühe, die schlafen zu legen. Ne, da hinten wimmelt's wieder vor Kokos. Aber ich kenn Bock drauf.
Warum versnacken die denn auch? Blöden Viecher. Echt mal. So, der war leer. Ach, du kannst schon wieder ein Level ab. Aber das gibt mir Gelegenheit, am Strand spazieren zu gehen und zu gucken, ob ich hier noch was für Öl finde. Das ist gut. So. Der nächste Dino ist leer. Die ganzen Dinos sollen alle leer machen. Ne? Das wollen wir endlich mal auch sehen, was wir haben und was nicht. Also, ja. So. Die ganze Zeit habe ich. Höre ich die ganze Zeit die Dodo. Ich weiß aber nicht, wo der scheiß Dodo sein soll. Lotte! Mal los. Ah, passt meine Viecher gerade gut auf. Ich bin gerade schwer enttäuscht von meinen Viechern. So. Jetzt mit der Schilde die Schildkröte. Aber einer von meinen Kleinen hat was super Leckeres aus dem großen Vieh geholt. Echt? Mhm. Und das wäre? Koi. Okay. Brontosaurus Koi. Aber wo tue ich den? Keine Ahnung. Das heißt, erstmal warten, bis meine Viecher hier ankommen. Ui, da freut sich aber einer. Ich will ja nichts sagen, ne? Ja, hier hat einer irgendwie einen, ich glaube Gummiball hat hier was verloren. Guck gleich mal unter deinen Triceratops, unter den Kopf. Warte. Ich muss mich gerade mal etwas erleichtern hier, damit ich... So, was auch noch den Triceratops sein Kopf. Triceratops. Drei Hörner. Ach hier. Ein Dino, ey. Mhm. Was, der hier? Nee, das war einer von den Kleinen. Aha, toll, ich weiß aber immer noch nichts damit anzufangen. Ich auch nicht. Da haben wir schon einen davon. Also auf jeden Fall steht hier bloß da, dass wir es essen können und zu Rezepten zu benutzen. Ja, aber, ja. Hm. Und das ist in sieben, das müssten dann in 7 Tagen müsste das verfallen. 7 Tage reale Zeit oder Echtzeit. Wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. So, warte mal, da legen wir mal das Ei zum anderen Ei. Au, oh, ist das eine Eierei? Ja, ich frag mich gerade, wohin ich die Keulen pack. Ja. Hinten. Soll ich auch rufen? Nicht? Kein Platz. Ja, toll. Ja, gut. Haben wir Holz für eine Kiste gerade da? Holz haben wir da, ja klar. Für eine Kiste? Ja, auch das. Hier in der Dings, wo ich gerade davor stehe. Kiste, 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 Kiste. 10 Fasern und Stroh. Aber danach am besten gleich so eine große, ne? Also hier so eine. Im Schrank. Ja, weil dann haben wir drei wieder Stauraum. Weil die Kisten, die kleinen, die sind einfach viel zu, viel zu klein. Mhm. Ich mach da eigentlich gerade das, dass meine Schildkröte mal ankommt. Achso. Willst du so irgendwo hinsetzen? Achso, die Kiste. Ja. Stell sie, dein System. Stell sie am besten hier jetzt daneben. Jo. Weil dann haben wir wieder da einen Platz für. Kann ich wieder nochmal neu sortieren. Umsortieren. Ja, so Fleisch habe ich jede Menge mit. Okay. Oder hatte. Wo sind denn jetzt? Wo sind denn jetzt die Keulen hin? Ja, ich weiß doch nicht. Oder hatte ich ja nicht aufgehoben? Ach, den muss ich aufgehoben haben.
Achso, könnte auch sein, dass ich alle gefressen habe. Aus Versehen. Toll. Gammelfleisch kann raus. Ist kein Problem. Ich hab noch Keulen. Achso, in dem Schrank ist noch ein zweiter Schrank, ne? Ach so, okay. Schmeiß mal eine Brontosaurus-Keule auf den Müll hier. Ja, Keil. Oh, die verfallen aber schnell, du. Weiß ich nicht. Die Keulen sind alle gleich vergammelt. Yep. Jetzt schon? Ja. Die haben eine so kurze Verfallzeit, kannst du hingucken, ist nur noch Gammelfleisch drin. Die 7 Stück, das waren nur Oh. die Keulen. Krass. Ja. Also das ist echt krass. Ja. Ja, kein Platz mehr für Leder. Ja gut, dann machen wir uns Platz für Leder, Leute. Ah, aber ich sehe gerade was, meine Lieben. Ich weiß gar nicht, wer hat denn angedauert? Ich, na gut, dann moderiere ich gleich mal ab. Weil wir sind schon wieder an der Zeit. Und ich wüsste mal gerne, wo meine Schildkröte rumhängt. Ja, keine Ahnung. Da wo du sie abgeparkt hast. Ich hab die ja nicht abgepackt, die sollte eigentlich mitkommen. Ach so. Ja, dann keine Ahnung. Aber sie war ein wenig overloaded. Okay. Ja, meine lieben Freunde. Trotzdem mit der Aktion hier. Ja, würde ich jetzt sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut. Wir bedanken uns natürlich fürs Zuschauen, dabei sein, einschalten. Ja, würden uns freuen, euch in der nächsten Folge auch wieder am Start zu haben. Ja, und ich sag dann damit mal Ciao, bis demnächst. Und ja, gebe das Wort an Daniel. Ja, ich schließe mich da eigentlich schon noch an. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, euch macht es immer noch Spaß mit uns. Hoffe ich zumindest. Wissen tut man das nie so richtig, ne? Richtig. Und ja, ich würde dann auch nur noch sagen, tschüss. Tschüss.